Oh, no way, Motherfucker. Muss aufpassen. Ja, da will man natürlich mal wieder jemand was beweisen, unbedingt. Steppert, oder? Manchmal unterschätzen die Reichweite, das steppert. Aufpassen, jetzt aufpassen. Sollte mehr auf Blocken gehen. Fix. Oh, wenigstens schon mal in der Hand. Das ist schon mal gut. Guter Anfang, guter Anfang. My fuck. Hey, dieser Blocker, Havager, dieser Blocker, der Hund. Der Hund. Ja, sobald es wieder nur einer ist, oder ist der in Arsch da. Aber wie, Junge. Wieder Bastard. Du bist ein richtiger Bastard. Spaß. Würde ich mal sagen, würde ich mir mal gönnen. So, ja, bleiben wir dann wieder beim Schwert oder was auch immer. Muss mich dann eh auf irgendeine bestimmte Waffe spezialisieren. Das auf alle Fälle. Wow. Oh, wow. Okay. Ich bin definitiv ausgerüstet. Bist du wahnsinnig? Havager. Prozent. Wie viel verbrauche ich? Ah, geht aber eigentlich. Ja, also 98% geht. Das finde ich auch gut. Also wenn die Folge ein bisschen wenigstens länger ist, als wie sonst, das finde ich immer schon mal badermäßig. Na, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich muss einmal selber reinschauen. Hatte einfach überhaupt keine Zeit zum Reinschauen. Aber ich werde es dann eh sehen. kommt noch, warte noch, Gigi, warte noch. ich baue noch ein bisschen. Wenn's wenigstens legal wäre, dann hätte ich gesagt, kommt, let's go im Stream. Schauen wir uns das nur ganz schnell an. Die neue Folge. Aber. Ich glaube, das wäre dann doch nicht so gut für Crunchyroll. Ich glaube, die sagen... nein. Hi. Ich gehe dann doch lieber wieder spazieren. Wie viel kosten jetzt? Wie viel kosten jetzt allgemein? Gut für dich. Und? Ich würde mal sagen, wie viel kosten es jetzt allgemein, dass ich dir die Empfehlung ausschreiben könnte? Weil das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mal ganz, ganz wichtig. 60, 70 Euro. Du hast ja aber auch Dark Souls gespielt, gell? Du hast ja schon Dark Souls gespielt, damit ich das ungefähr jetzt ein bisschen in der Hinsicht einschätzen kann. Gibt's auch den ultimativen? Ah, ultimativen gibt's nicht. Scheiße. Ultimativen gibt's leider noch nicht. Ich glaube, die kommt erst. Die Spezialfähigkeit oder irgendwas in der Richtung. Den hinterhältigen 31er. In 31er. Aber ich merke, er braucht viel mehr Ausdauer. Ich merke das voll. Ah, jetzt! Warte mal. Uff. Gib mir noch ein bisschen. Ah, dafür kriege ich wenigstens wieder gute Ausrüstung. Ja, moin. Ich sag nichts dagegen. Mal wieder wechseln, oder? Hätte ich gesagt, kannst du mal mit dem Schwert drauf. Sag mal her mit dem Schwert. Oh. Bist der Arsch, Bruder! Bist der Arsch! Sobald ich beim ersten Boss bin, dann scheiße ich mich eh wieder.
bin ich wieder so klar. Bin ich wieder so klar, Alter. Hast du komplett durchgespielt, samt DLC und alles drum und dran? Das sind jetzt wichtige Fragen. Nicht, dass ich dir dann eine Empfehlung rausschreibe und ich krieg dann gesagt, Alter, was bist du für ein Volltrottel? Das Spiel ist für den Arsch. Schade, dass man noch nicht farmen kann. Schade, dass man... Dauert leider noch ein bisschen, aber wir müssen noch ein bisschen gedulden. Wir können leider noch keine Dinger farmen. Aber dafür ein besseres Speer. Das ist gut. Aber sonst alle drum und dran. Dann, wenn du samt DLC durchgespielt, alles drum und dran. Weil ich kenne mich jetzt nicht eins zu eins explizit jetzt aus mit dem ganzen DLC und alles drum und dran. Ob das jetzt vor oder ob das jetzt nach der Story spielt etc. Das sind halt auch wieder immer so Kleinigkeiten, was relativ relevant sind. Das Titel habe ich gar nicht gesehen gehabt. Das Titel habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen gehabt. Das ist der Eifer da. Hab ich eh schon einen Brühen auf, Alter. Wie kann man das so scheiß aussetzen? Digga! Was ist mit dir, Bulli? Schaust du geschissen? Er schaut so geschissen, Alter. Geschissener ist wie ich. Passt. Ich würde sagen, und sagen wir mal her. Was haben wir da wieder Schönes? Au. Gegenstandsbilanz, reduzierter Fallschaden. Ja, Fallschaden schön und gut, aber Schadensreduktion ist immer nice. Schadensreduktion, Durchbruch, Schutz. Sprint erhöhte Ausdauer, ja, Gegenstandsbilanz. Ja, hätte ich auch gesagt, Chef, hätte ich auch gesagt. Passt, besserer Speer, bitte her. Leider nicht. Von starken Angriffen ist aber sexy. Boah. Starke Angriffe, da kann ich mich definitiv nicht beschweren. Ist es für euch im Stream eh nicht so dunkel, das Game? Da frage ich jetzt nur mal für einen Freund, gell? Sicher. Ich frage mal nur für einen Freund. Ja, das ist es. Aber du kannst halt nicht leise im P, kannst du nicht ansatzweise mit Lords of the Fallen vergleichen, meiner Meinung nach. Es ist definitiv mehr ein Dark Souls, auf alle Fälle. Aber spielt sich schnell an. Ja, so kann man es ungefähr nennen. Es spielt sich ab und zu sehr, sehr schnell. Also gameplay-technisch her und alles von uns ran. Auch von den Gegnern. Ja, Gegner her, manchmal mal so, mal so. Es gibt schnelle, es gibt langsame, also so wie man es halt ewig immer auch kennt in den ganzen Souls-like-Games und alles drum und dran. Aber ich muss halt sagen, es ist eher so ein Mischmasch aus Dark Souls und Bloodborne, meiner Meinung nach. Wenn du mal Bloodborne gespielt hast, weil Lysen P, kannst du in der Hinsicht nicht so ganz so vergleichen. Weil im Prinzip, du spielst ja trotzdem eine Puppe und so und du bist ein bisschen ab und zu ja doch ein bisschen steif geraten im Game. Bisschen steifer unterwegs, meiner Meinung nach. Da muss ich jetzt nochmal unbedingt überprüfen, was ich nochmal drücken muss, wenn das so blinkt. Ob ich Dreieck drücken muss oder ob ich was anderes drücken muss. Also ich würde mal definitiv sagen, dadurch, dass du Dark Souls gespielt hast, kann ich schon die Empfehlung rausschreiben. Definitiv. Dann wirst du das Spiel definitiv auch mögen. Vom Design her, vom Aussehen her, von der Kreativität her. Definitiv. Relativ geiles Game. Ha? Ha? Diese Geräusche, der Bruder! Hä? Netzlich! Okay. Ist ja wieder Explosivhaberer gewesen. Ach du Scheiße. Ich würde ja gern. Warte, was muss ich?
Ey, ich weiß noch nicht, was ich drücken muss. Ich weiß noch nicht, was ich drücken muss. Ich muss erst quasi dieses Tutorial abgeschlossen haben, damit ich weiß. Damit ich ungefähr weiß, was ich drücken muss. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Es ist Step oder Medizin. 16 Stück. Aber Alter, was ist mit dir, oder? Alter, der schnupft sich aber ordentlich weg, der Haberer. Bist du deppert? Okay. Okay, passt. Ja, kann ich auch. Kann ich definitiv auch. Na, aber wenn du Dark Souls magst, wirst du das Spiel auch nehmen. Definitiv. Nur du musst halt du musst ja den klaren sein, dass das Spiel relativ schnell ist. Ein schnelleres Game, finde ich jetzt meiner Meinung nach persönlich. Und es fühlt sich nicht wie ein Dark Souls ab und zu an. Also ich muss irgendwie gestehen, so, es fühlt sich eher so an wie ein, das habe ich schon einmal gesagt, wie ein Assassin's Creed Valhalla. Von der Steuerung her, von den Sachen her und alles drum und dran. Wird jetzt der ein oder andere deppert lochen, aber es fühlt sich in der Hand nicht wie ein Souls-like ab und zu an. Es fühlt sich einfach falsch an ab und zu. Die Steuerung. Er macht schon wieder ein Tänzchen mit mir. Super. Und wieder Geld weg. Wieder ein 60er, Alter. Geht schon wieder mal wieder blöd, Alter. Bruder. Money, money, money. Oh, geil. Ich sehe das so richtig vor meinen Augen. Vendo und Steam. Aber Vollgas, aber Vollgas. Wenn ich mir dann Stein bewerfe, dann kann ich wenigstens nur gegen ihn kämpfen. Das ist praktisch. Überhaupt nicht praktisch, Digi. Überhaupt nicht. Aber okay. Was denn, ja, was denn gefährlicher ist. Es ist ja das Geschissene. Es ist ja das Geschissene. Genau, beide gefährlich sein, wenn die deppert sind. Ah, Scheiße. Ja, wieder mal mit der scheiß verfickten Ausdauer, Digga. Alter, ich bin doch gerade am Heim, du Fulltrottel. Geht auf mich los, Alter. Ist doch deppert. Sag mal. Ja. Easy! Wee-hee. Komm her jetzt! Komm her, du Schweinebacke, du! Und tschüss! Oh! Money, money! Du nimmst den Chester jetzt! Ey, das will jetzt aber nicht sehen, Alter! Platz ist eingeschränkt, hab keinen Platz mehr. No, 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 no. Das will jetzt nicht sehen. No, no, Alter. Fick dich. Okay, passt noch, Gott sei Dank. Haben wir schon doch gehabt, Alter. Mein Platz ist jetzt eingeschränkt oder irgendwas. Haben wir jetzt ernsthaft gedacht gehabt, Alter. Ich kann schon wieder die Socken jetzt schon weggeben. Wegschmeißen. Oder irgendwas in der Richtung. Eieieiei. Aber Vendo und Steam sind gute Freunde, habe ich gehört. Richtig, richtig gute Freunde. Da geht's mal wieder katsching. Also, ich kann dir Vendo empfehlen, geh mal auf Kategorie Souls-like. Wir sicher das ein oder andere finden. Viel Spaß, viel Spaß. Da habe ich auch mal das ein oder andere Video gesehen. Von ein paar Entwicklern, die was das wirklich gut meinen mit Souls-like. Diese ganzen Fake-Games und alles drunter, diese Billo-Scheiße. Weg, Affen weg. Ja, genau. Er muss jetzt... Wo muss ich drücken? Wo muss ich... Das verstehe ich nicht. Step hat aber gut abgeführt. Bist du etwas, ich kann schon wieder leise im Pizza. Wenn du gleich was? Wenn du gleich sofort. Was? Bitte da was? Macht alles wieder, Haberer, Alter. Bist du etwas? Hey,
Hey. Jetzt schießt du, bist du deppert? Bist du komplett deppert oder beginnst du zum Schießen oder bist du wahnsinnig? Ja, wahnsinnig. Ja, bei dir da haben. Wo? Wart schon, Alter, wie ein Hund. Wie ein räudiger Köter. Wie so ein richtiger, räudiger Köter. So, schau. Oh, zwar nur ein Dreier, aber ist ja wurscht. Ich stehe auf Dreier, was? Ja, Schwertel, nix, leider noch nix Besseres. Ja, dann lassen wir es mal so stehen. Das muss man in der Hinsicht einmal kurz so stehen. Passt! Ich bin mir jetzt nur nicht ganz so sicher. Okay, passt. Passt. Weil es gibt einen Moment im Game, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Da kannst auch rauflaufen und dann plötzlich hast du schon den Bossfight. Geil. Das will ich sehen, Buddy. Das will ich sehen. Wenn du verkauft sich OnlyFans. Bitte dann sein Jungfernhäutchen. Oh, Bastardschwert wieder. Perfekt. Ja, zeig mal ganz gut sehr. Sicher. Vielleicht haben wir gleich irgendwas Besseres am Start. Oh, leider noch nicht. Oh, doch. Ja, wenigstens ist die Prozentanzahl nicht erhöht worden. Weil sonst schaut es mal ganz, ganz schlecht aus für uns. Wie schauen wir aus? Ja, geht. Kombo könnten wir machen. Kombo könnten wir machen. Geht sie noch gerade noch so ums Arschlecken aus. Gerade noch so eben. Passt. Medizin lassen wir mal. Oder hätte ich mir jetzt doch ein bisschen da runterkriegen kann. So, Leute. Ich würde einfach mal sagen, herzliches Willkommen, Bossfight. William! Der Vultrottler ist William! William, Digi! Hi! Hi, Brudi! Wie geht's dir so? Sexy! Schaut irgendwie aus wie der Henker von Resident Evil! Aber Vollgas! Wie der Henker von Resident Evil, Alter! Digga! Nicht schlecht! Hier heimlich sich jetzt aber. Brudi, gibt's ja auch einen Stork, oder? gibt's ja auch einen Stork, oder? Wie ist denn das? Also, er war so eine Chefe. Nimm einen Stein. Hol dir den Stein, hol ihn dir. Ah, Blocker. Ah, Scheiße. Ah, das war eine scheiße Idee. Digi, ich wünsch dir was, wenn du schlafen gehst. Ich wünsch dir was. Aber ich habe mein Wort gehalten. Ich bin live gekommen. Und wir ziehen Nio durch, Leute. Wir ziehen Nio durch. Was ist jetzt mit dem, oder? Macht der? Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass er da herumkuppelt. Na, jetzt kriegt der Typ ein kleines Power-Up. Und dann schaut's gleich ganz, ganz anders aus. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. Wir sind am Arsch.
Digga, gleich mal 3 Meter größer auf wie vorher. Lieber Sensenmann. Ganz, ganz lieber Sensenmann. Also, ich meinte das echt nicht ernst, das mit Resident Evil, gell? Also, du bist ein Guter. Du bist definitiv ein wirklich Guter. Du bist deppert nur am Blocken gerade. Bist du deppert gerade nur am Blocken gewesen, der Haberer. Nur zweimal. Man kann nicht wissen. Vielleicht geht ihm ja irgendwann einmal die Luft aus, wer weiß, oder? Ja, einmal geht. Einmal geht, Digi, einmal geht, wie bei einer Allen. Wow. Okay, das war der Spezialhaberer. Aha, Yokai-Angriff, let's go! Hier, Bam! Das Deppel wird jetzt gerade ein bisschen zu einfach. Aber bei Wolong, Brudi! Na, ich meine bei Lyle SMP, Digi! Da wird plötzlich auch was 3 Meter größer! Oder 3 Zentimeter! Gerade erst mein Yokai ausnutzen können! Ich nimm den einfach weg, wir haben so ein scheiß verficktes Pokémon! Hi! Love, we love! Ja, jetzt ist auch schon scheißegal. Ob du jetzt so stirbst oder so, ist auch schon wurscht. Wie Trottel. Kann jetzt auch schon sterben. Passt, Digi. Ciao, ciao. Oha, gar nicht mehr so schlecht. Nehmen wir aber die Feder mit, die könnte man vielleicht für den einen oder anderen Kampf relativ gut gebrauchen. Boah, boah. Ja, das war schon mal wieder der erste Boss. Bist deppert? Hätten wir jetzt ehrlich gesagt nicht da gehabt. Hätten wir da gehabt, ich bin jetzt schon wieder in Arsch da haben, aber das ist so dermaßen mit dem Spiel. Hätten wir. Nein, der wartet von mir. Bist du einfach, Alter? Ich werde mich noch ausscheißen bei dem einen oder anderen Gegner. Ich werde mich noch so ausscheißen. Das war sie jetzt schon. Das war sie jetzt schon. During 2 years voyage, the Hellhoff was lost. The Trow sank. While the Hope vanished without a trace. The good news of schon nicht gut aus. Nein, mal ansatzweise. Yep, alles am Hut. Alles am Hut. An ironic twist. Or what awaited us in the Far East was irgendwie. Oder hat jetzt gerade so einen Flair wie Black Flag? Nehmen wir jetzt wirklich komplett deppert. Nenn mich jetzt einfach kurz komplett deppert, aber es hat jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Black Flag Vibes gehabt. Keine Ahnung wieso, keine Ahnung.